Wenn aber das Verkommene gekommen, wenn aber das Verkommene gekommen sein wird, so wird, was stückweise ist, weggetan werden. Also ist alles nicht mehr da. Es ist vergangen. Also wie kann es mir sein? Da steht sogar Sprachen explizit. Also kommen nicht ja mit Ratatata und das ist vergangen. Oder warum könnt ihr nicht? Sag es, weissag es mir, Josef, bitte. Red Italienisch. Red Chinesisch, dann glaube ich dir. Oder Was da ist hat das? einer geschrieben, was ist vollkommen für dich? Guck mal, der Herr, Jesus, aber warum übersehen die stückweise? Wieso wollen die das überlesen, dass stückweise alles weg ist? Wieso wollen die das überlesen? Und warum können die das nicht? Vollkommen, ohne jeder Fehler, keine Verbesserung, oder? Die verstehen aber nicht, stückweise ist ja alles weg. Stückweise. Und das übersehen die. Die wollen das mit Vollkommenem verbinden, aber die vergessen das stückweise. Es ist nicht da. Diese Gaben sind nur stückweise. Das Vollkommene ist das Wort Gottes, was mit der Zeit noch nicht fertig war. Genau. Das stimmt. Das Vollkommene ist auch Gottes Wort, was noch nicht fertig war. Richtig. Und was war es? Wann war es fertig? Wo dann die ganzen, wo der letzte Johann, der Apostel Johannes, gestorben ist und Offenbarung fertig geschrieben hat. Anschau, ich rede von Gebet, Sprachgebet oder Zungengebet. Wo ist das in der Bibel? Ein Bibelvers bitte. Quelle, vertrau mir. Das ist das erscheint. Genau, 95 nach Christus, richtig. Nein, mit Offenbarung. Und Bruder Danny, das ist das Erstaunliche. Die wollen das nicht einsehen. Ich habe mit denen so lange sogar geredet, aber guck mal, der will ja nicht mal hochkommen. Der ist, du siehst das. Der weiß, dass er nicht fremde Sprachen sprechen kann. Der weiß das. Ja. Deswegen, der kann nur Ratatata. Aber mehr Ja. können, ich kann auch Ratatata. Guck. Ratata Schamanana, dann bin ich jetzt Zungenredner oder was? Ehrlich, der Torik, ne? Ich habe mit Zungenredner geredet. Der hat gesagt, oh, du kannst Zungenrede? Stimmt, so willst du mich verarschen jetzt? Ey, Wahnsinn. Wahnsinn. Wir können nur nicht mal auslegen, was sie sagen. Ne? Wo die Bibel sagt, legt es doch aus. Können es nicht. Alles falsche Geister. Alles falsche 50er, wie die sich verkleiden und sagen, das ist die Heilige Schrift. Ja. Oh Ja, Mann, leider. du gehst nicht so weit. Guck mal, die sagen, ich verlässere den Heiligen Geist damit, ne? Wahnsinn, wie die Bibel verdrehen. Ja, komm, mein lieber Josef, zeig es den 100 Menschen, die 100 Seelen. Red mal Chinesisch. Bitte. Italienisch, Chinesisch. Ich will es hören. Arabisch. Die wollen das nicht hören. Da kann man nichts machen. Ah. Sie wollen es nicht wahrhaben, wenn ihre Welt dann zusammenbricht. Genau, das Ja. stimmt. Die wollen, die Ja. lieben diese Welt. Die lieben diese Welt. Die wollen nicht sich ändern. Das mögen ihre Traditionen und so weiter. Die wollen das nicht weghaben. Das ist so traurig. So traurig. Die sind Matthäus Kapitel 7, Vers 22, 23. Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen Wundertaten vollbracht? Und der Herr wird ihm bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Ja. An wen ist es gerichtet? An wen ist es gerichtet, Bruder Denny? Wo der Herr sagt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Das sind doch die, die sagen, Herr, Herr, die sogar sagen, der Herr Jesus Christus ist doch Gott. Das sind doch diese Menschen, die Dämonenaustreibung machen, Wundertaten vollbringen vor deinen Augen. Weissagen, predigen. Ja, der Herr wird sagen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Matthäus Kapitel 7, Vers 22, 23. Seht ihr, wie die Bibel spricht? Wie die Bibel sagt, dass es falsche Menschen sind? Die sind nicht aus uns?
Und wenn einer dabei ist, der sowas in so einer Gemeinde ist und das jetzt gehört hat, prüft es. Ich habe es euch vorgelesen, ihr könnt selber noch lesen. Und dann geht raus. Die Bibel spricht klare Worte. Kehrt um. Oh mein Angel, du willst mir was beibringen. Ich rate dir nicht, den Geist zu lästern. Ach Josef, ich weiß doch, wie du noch zu mir gesagt hast. Der Bruder Angelo, der kann richtig gut erklären. Der Bruder Angelo, der zeigt uns so die Wahrheit. Der ist gegeben von den Herren. Ja, das hast du mit deinen Worten sogar gesagt. Weil du die Bibel nicht kennst. Und ich habe die sogar beigebracht. Ich habe es dir ausgelegt, Vers für Vers. Alles. Du hast sogar gesagt, der Bruder Angelo ist von Gott gekommen und so. Hast du selber gesagt. Und dann komme ich mit Zungenrede und dann hast du gesagt, nein, da stimmt was nicht. Aber ich habe es dir ausgelegt, anhand der Schrift. Nicht anhand aus mir selbst, anhand der Schrift. Und damit hast du ein großes Problem. Und du hast mir kein Bibelvers gesagt, wo Ratatata gemacht wird. Bruder Denis. Ja, warte. Bruder Angelo, Ja. du kennst doch diese Kucker, ne? Ja. Diese Kucker hat richtig harte Lügen über Resa verbreitet, richtig brutal. Oh nein, was hat die gesagt? Ja, Reza hätte gesagt, dass der Heilige Geist sündigt. Das hat Resa nie gesagt. Weißt du was? Das ist nicht einfach mal so eine Sache, wo du jemanden ermahnst. Das ist schon eine richtig bösartige Anschuldigung, um ihn zu schädigen. Damit will Das man ihn hat der schädigen. Wahnsinn. Nein, nicht wieder locker. Kuka, Kuka heißt sie, diese Kuka, diese Italienerin, sie hat Resa unterstellt, dass er gesagt hätte, dass der Heilige Geist sündigt, was er nicht ge gesagt hat. Das hat er niemals gesagt. Niemals, sonst würde ich Resa sofort aus den Live bannen und ihn weiden, wenn er sagen würde, der Heilige Geist lästert. Das wäre mir was Neues. Ja, und das ist eine harte Anschuldigung. Das ist hart, Aber das sie ist eine müsste sich richtig öffentlich, harte also ich Lüge. erwarte auf jeden Fall, dass sie sich öffentlich entschuldigt bei Ihnen, ne? Weil ich würde Reza sofort bannen, sofort sperren und die Geschwister warnen vor ihm. Wenn er das wirklich gesagt hätte, wenn Reza wirklich gesagt hätte, der Heilige Geist sündigt, was ich noch nie gehört habe, würde ich sofort ihn meiden. Das hat er aber nicht gesagt. Ich weiß nicht, warum sie das gesagt hat, aber ich glaube, sie will ihn schädigen. Das ist ein Angriff auf ihn. Ich war jedes Mal mit ihm live. Ich war jedes Mal mit Reza live. Und ich kann bei den Herren bezeugen, dass er es nicht gesagt hat. Ich kann es bei den Herren bezeugen, bei meiner Tochter, bei meinem eigenen Leben kann ich das bezeugen. Sowas hat er niemals gesagt. Und ich habe ihn angerufen und er war geschockt und er dachte auch, was geht denn jetzt ab hier auf TikTok? Mann, üble Nachrede, üble Nachrede. Videos schneiden kann jeder. Bruder Danny war doch live dabei. Ja, aber Das ist siehst du ja, was hier heftig. los ist, ne? Das ist heftig. Das ist richtig heftig. Ja. Ich kicke auch die ganzen Leute, die sich lustig darüber machen. Warte. Hi Bruder, wie geht's? Gottes Gut, und Segen. dir? Gottes Segen, Shalom. Gottes Segen. Ja, es ist halt sehr schockierend, ne? Das ist Ja. sehr, sehr heftig, dass so eine Unterstellung hier gemacht wird. Das ist üble Nachrede, Verleugnung. Also Ja, das ist natürlich, hart. natürlich. Sie müsste öffentlich sich entschuldigen. Ey, das ist doch so heftig, ne? Die schneiden Videos und unterstellen das, ohne geprüft zu haben. Heftig. Seht ihr, Alles was für normal. falsche Das Menschen sind hier persönliche unterwegs Angriffe. sind? Weißt du warum? Weil die einen Hass auf ihn haben. Die haben, guck mal,
Du musst dir mal vorstellen, das ist schon so ein persönlicher Angriff, dass die haben ein Problem mit ihnen, die haben einen Hass auf ihn, aber wollen die dann, die wollen ihn dann so eins auswischen, indem sie sagen, ja, er hat das und das gesagt. Das ist sowas von heftig. Das ist richtig heftig, Bruder. Mal eine Lüge, eine Frauen klare sind Lüge. emanzipiert, Frauen reden wie Rambos. Ja, es ist halt, der Herr Jesus wird bald wiederkommen und dann werden wir sehen, ne, wer errettet ist und wer Hey nicht. Bruder Danny, Ja. nur die lauwarmen Christen regen sich immer auf, dass Bruder Reza immer so hart Ja, spricht. aber warte mal, warum greifen denn uns die ganzen Christen auf TikTok an? Ja, weil die Warum? lauwarm sind. Warum greifen? Eine Frage. Und ich frage dich jetzt, Elias, ja? Warum sagen die Satanisten zu mir, Danny, hör auf, über die Illuminatis zu reden. Du beschäftigst dich viel zu viel damit. Warte, warte, das sagen Eingeweihte, das sagen Involvierte. Jetzt sagen das die Christen genauso, Dennis. Hör auf damit. Ich frage mich, welcher Geist aus denen langsam spricht. Das ist nicht mehr normal, Elias. Ja, weil das lauwarme Christen sind. Die haben den falschen Geist in sich. Die haben alle den gleichen Geist, diese Satanisten und diesen Na, Namenschristen. Die haben alle den gleichen Geist, den Bruder, falschen. die wollen die Leute, die, ey, ich habe doch die Christen, ich habe die Christen, ich habe immer zu den Christen gesagt, ich habe immer auf die aufgepasst, auf die Christen. Ich habe gesagt, Geschwister, unterschätzt Eingeweihte nicht. Bitte unterschätzt diese Leute nicht, die sind involviert. Nein, die Christen wollen nicht auf Dennis hören, auf ihren Bruder. Und dann hatten sie mal diese Begegnung mit David Ortega selber gehabt. Haben die mal gesehen, wie der drauf ist? Bruder, hast du diese Videos von Jay Love gesehen? Der ist richtig dämonisch besessen im Livestream. Ja, ich weiß, der Ja, der ist bellt auch nur. gepackt. Ja. Bruder Danny, ich Ja. wollte mich verabschieden, na? Ja. Weil ich muss morgen früh raus, wieder arbeiten. Na, ich wünsche euch auf jeden Fall Gottes Segen, gesegneten Livestream, ne? Eine gesegnete Nacht. Ja. Ich wünsche euch einen. Und für die Leute, die den Herrn noch nicht angenommen haben, für die Leute, die denken, Zungenrede sei biblisch, liest die Bibel. Ich habe euch die Verse vorgelesen. Gedenkt doch mal nach, prüft doch, was wir sagen. Die Bibel spricht klare Worte. Kehrt Genau, um. Seid nicht genau. Matthäus Kapitel 7, Vers 22, 23. Seid nicht diese Menschen. Kehrt um. Das ist so wichtig. Weil wenn ihr nicht von neuem geboren seid, ihr seid verloren. Die Hölle Ja. wartet auf euch. Mehr Ja. nicht. Kehrt um. Prüft die Geister, die vor euch stehen. Prüft sie. Die Früchte sprechen Worte. An die Früchte erkennt ihr sie. Gottes Segen, gute Nacht. Ja, deswegen. Gottes Ciao, Segen. Ciao. ciao. Ja, es ist halt, wir sind am Ende der Zeit, ne? Wir müssen viel beten. Wir müssen ganz viel beten, Leute. Das ist so traurig, dass wir uns da gegenseitig bekriegen, Leute. Wir müssen ganz viel beten. Ganz viel beten. Elias, Ja, Bruder. ja, es ist halt traurig, wenn man auf TikTok das so verfolgt, alles, was so abgeht, ne? Wie schrecklich das eigentlich ist, ne? Ja, das ist so krank, diese Leute, die um 2 Uhr nachts ihre Livestreams starten und dann so anfangen, richtig zu lästern. Was hat man denn davon? Außer stumm schalten könnt ihr nichts. Natürlich, das ist das Einzigste, was wir können. Nur stumm schalten. Stumm schalten und stumm schalten. Aber siehst du, seitdem auch diese ganzen Leute gesperrt worden sind, ist auch endlich Ruhe hier drin. Welche Leute meinst du? Es sind ganz viele Leute hier gesperrt worden, weil die ganze Zeit eigentlich nur beleidigen, sich lustig machen über mich, ein Augegeste hier, ein Augegeste da. Die ganze Zeit machen sie sich darüber lustig, Bruder. Ich frage mich echt, welcher Geist in denen ist, dass sie sich die ganze Zeit darüber lustig machen. Es ist traurig. Ja.
Ja, einfach weitermachen, das Evangelium predigen, nicht müde werden, sondern die Waffenrüstung Gottes anziehen, Feindesliebe haben, untereinander Liebe haben und den Herrn weiter predigen, nicht auf Menschen schauen, für seine Feinde beten, seine Nächsten lieben wie sich selbst. Das ist sehr wichtig, dass wir nicht Böses mit Bösem vergelten, weißt du? Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir immer auf den Herrn schauen und mit diesen ganzen Fehlern zum Herrn gehen. Ja, Leute, auf jeden Fall. Der Herr kommt bald. Der Tag des Herrn ist nah. Wir leben am Ende der Zeit, Leute. Und wir sehen ja auch, wie die Christen miteinander umgehen. Es ist ja einfach nur noch schrecklich. Man kann es einfach nicht mehr ertragen. Überall wird geschossen, beleidigt. Es ist traurig. Und die Satanisten und Satan lachen sich tot. Warum ist hier jetzt jemand so hobbylos? Guck mal, was der schreibt. Ja. Egal, der wurde gesperrt. Ja, das ist einfach. Diese Leute kommen hier rein, um Unruhe zu stiften. Diese Leute, ich brauche das gar nicht, Bruder. Ich habe dafür auch gar keine Zeit, weißt Ja. du? Nein. Ich will dir mal was zeigen. Kennst du diese Statue hier? Ja, ich kenne es schon lange. Heftig, ne? Da steht in der Offenbarung drin. Was ist das nochmal für, was hat das nochmal für eine Bedeutung? Da steht irgendwo in der Offenbarung drin. Ich habe das jetzt gerade nicht im Kopf, aber genau dieses Tier wird in der Offenbarung erwähnt. Genau dieses Tier in der Bibel. Ja. Wenn ich bete, dass Resa kommen soll, wird er dann kommen? Ja, kannst ja versuchen. Ja, Bruder, nur noch Streit hier auf TikTok. Was ich auch sagen wollte, ne? Leute, passt bitte auf, wem ihr da bitte Geld spendet. Bitte passt auf, bitte lasst euch nicht ausnutzen. Das sage ich auch in Liebe. Gib mir gar nichts, Geschwister, bitte. Lasst euch da nicht ausnutzen. Geschwister, seid vorsichtig. Hey Bruder, kannst du mich auch Moderator machen? Ja, ich mache dich zum Mini-Moderator. Du kannst Mini-Moderator werden. Ja, da Okay. kriegst du halt nicht alle Rechte. Oder jetzt zeigen sich diese ganzen Leute auf TikTok, diese ganzen Christen zeigen ihr wahres Gesicht. Ja, Leute, ich Dieser habe auch schon von Scheinfrommi. einigen. Leute, 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 ich sag ganz ehrlich, guck mal, ich sag jetzt keinen Namen, ne? Aber es gibt Leute, die arbeiten nicht und leben auf Kosten anderer Christen. Und die Christen sind ja gutmütig. Du weißt ja, die geben ja gerne, weißt Ja. Aber wir sollen uns ja auch nicht ausnutzen lassen. Ja gut, lasst euch ausnutzen, wenn ihr das wollt, aber passt bitte auf, Leute, passt auf euch auf. Seid einfach vorsichtig, seid wachsam. Bruder, ich Ich bin will nie Geld haben, letztens. Bruder, ich hab nie nach Geld verlangt. Bruder, nie, nie, ehrlich, nie. Bruder, ich habe letztens so Aggression bekommen, als ich sowas gehört habe, dass so ein Prediger auf TikTok, der hat jetzt auch immer so 100 Zuschauer, der sagt so richtig provokant, dass Amir Arapur und so Leute wie du und so, also ich weiß nicht, ob der dich, also er sagt auf jeden Fall, dass Amir zum Beispiel
Er sagt, dass diese Leute diese ganze Islamaufklärung alles nur für Geld machen. Richtig krank. So ein Prediger. Ja, deswegen hat auch Amir Ferrari. Amir hat, guck mal, Bruder, ich soll dir mal ganz ehrlich was sagen. Es gibt so einen Typ, der macht immer gerne Debatten. Also da gibt es so einen YouTube-Kanal, der ja so immer, ich sag jetzt keinen Namen, wo immer Debatten geführt werden und dann wird ja immer Werbung gemacht. Und ich habe mir die Homepage angeguckt und so mit Spenden, Spendenaktion. Weißt du, ich kann nur eins sagen, egal wie nett die Menschen sind, man muss die Menschen immer prüfen. Verstehst du, Bruder? Ich will niemanden angreifen, aber man muss aufpassen. Man muss wirklich aufpassen. Guck mal, wenn ich jemandem Geld spende, ne, dann muss es auch wirklich. Guck mal, Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, weil du weißt, es gibt Menschen, die können das schauspielern, so diese Frommigkeiten, diese Nettigkeiten. Und ich weiß nicht, verwendet er das jetzt wirklich für den Herrn oder ist 50% für den Herrn und 50% für seine Tasche? Verstehst du, das ist ganz gefährlich. Ich sag ja auch, Leute, gib mir kein Geld. Ich sag immer, Leute, gib mir gar nichts. Ich muss arbeiten und euch versorgen. Guck mal, Bruder, mit allem Respekt, ne? Mit allem Respekt. Bruder, ich reiß mir lieber den Arsch auf. Ne? Oder guck mal, ich reiß mir den Arsch auf und denkst da, arbeite hart, finanziere meinen eigenen Laptop, finanziere mein Handy. Da muss ich sagen, ja, und ihr könnt mir ja spenden. Nein, geh arbeiten, oder? Du verwendest das Geld wirklich und spendest wirklich. Verstehst du, man muss aufpassen, Leute. Passt bitte auf. Weil ihr wisst, es gibt so viele Gauner, so viele Betrüger und ja, dass das Geld nicht in falschen Händen gerät. Und Leute, wir leben wirklich am Ende der Zeit, Leute. Das ist echt Wahnsinn. Guck mal, Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, ich kann das nicht. Ich würde das auch niemals wollen. Sogar wenn ich auf der Straße wäre. Nein, ich würde niemals nach Geld betteln. Ich bin mir da viel, das kann ich einfach nicht. Ich würde nicht sagen, ich will das nicht. Und ich mache es auch nicht. Ja. Ich habe so viel Geld rausgeschmissen hier seit. Guck mal, aber jedes Mal, ich habe ja jetzt, ich verwende das. Das ganze Geld, was die mir hier spenden, das gebe ich ja denen wieder in Schatztruhen. Also ich habe gar nichts davon, Bruder. Ich gebe denen das zurück. Also musst du dir vorstellen, die ganzen Spenden, die ich hier bekomme, knall ich in Schatztruhen hier alle raus, alle bis auf den letzten Cent. Und dann knall ich noch die letzten Rosen raus, bis auf die letzte Mücke. Ich habe gar nichts davon. Oder ich habe gar nichts. Also ich gebe, was die mir geben, gebe ich denen zurück. So. Okay, Aber weißt du, Sturmstellen. eins sage ich zum Beispiel, wenn jetzt sagen wir mal, und das sage ich auch wirklich, sagen wir mal, jemand würde einen Spendenaufruf machen und sagen würde, ja, ein Bruder in der Gemeinde, der hat eine Herzoperation. Geschwister, ich bitte euch vom ganzen Herzen, es geht hier um Leben und Tod. Könntet ihr bitte helfen? Aber nicht, wenn einer sagt, ja, spendet! Warum? Was willst du machen? Was willst du damit machen? Was willst du machen? Dir einen Flachbildschirm kaufen? Geh arbeiten. Geh arbeiten. Jalla, steh auf um 6 Uhr morgens. Geh Ja. arbeiten, na, klüppel mal. Hey Aber wenn Bruder. es um Leben und Tod geht oder um Menschen, die nichts zu essen haben, Bruder, in Deutschland hungert keiner, das weißt du, ne? Du weißt, Rotes Kreuz, alles hier, Organisation, hier muss niemand hungern. Hier muss niemand hungern, merkt ihr das? In Deutschland muss niemand hungern. Keiner muss hungern. Digga, wir sind einer der reichsten Länder. Ey, du kannst, Bruder, du kannst jetzt Bürgergeld bekommen. Du bist AOK versichert. Du hast eine Wohnung. Bruder, du bist ein Milliardär für die Armen. Bruder, du hast alles. Also hör bitte auf, nach Spendengeldern zu fragen. Bruder, du hast doch alles. Deine Wohnung ist bezahlt. Du kriegst Bürgergeld. Du hast eine warme Mahlzeit. Ja, dann verzichte eben auf Rumpsteak und dann holst du dir eben billige Nudeln. So ganz einfach. Ganz einfach, richtig? Ja, ey Bruder, ich habe so gehört, dass so ein, ich will den Namen nicht sagen, aber ich weiß eben, dass der vom, also ein Christ, der auch immer so ein Livestream ist und so, dass der vom Staat lebt. Ja, ich weiß, dass viele hier vom Staat leben. Die gehen nicht arbeiten. Wollen wir mal lesen, was die Bibel sagt, Schwester? Lesen wir mal.
Komm, Geschwister, dann lesen wir doch mal, was die Bibel sagt, wenn einer nicht arbeiten geht. Komm. Moment. Ich will auch am liebsten nur rumsitzen und PlayStation spielen und Chips essen und Chicken Wings essen und lachen. Ich will auch die ganze Zeit Chicken Wings essen und lachen. 24 Stunden. Hört man mich? Ja. Ja. Ich will auch am liebsten mit Kleid, mit einem Oma-Kleid und Fahrrad und Erdbeeren pflücken. Ich will auch am liebsten mit einem Kleid Blumen gießen. Ja, Leute, das war jetzt Spaß, Leute. Ich darf nicht übertreiben. Hey, warum nerven diese Leute mit ihren Fake-Accounts? Außer stumm schalten könnt ihr nichts. Ja, Wie keine viele Ahnung. denn noch? Das sind bestimmt Okay. so irgendwelche Orthodoxe. Ja, lass die. Gib den einen 100%. Kuss. Gib den einen Kuss. Ja, Schwester keine Lisa. Hobbys. Schwester Lisa, nochmal mit dem Vers. Schwester Lisa, bitte schreib nochmal den Vers mit der Arbeit hier rein. Ich bleibe nur noch bis 11. 11 hier drin, ne, Römer? Merkt ihr das? Ja, ich glaube, der war Thessalonicher 3,6 oder so mit der Arbeit. Thessalonicher 2, Thessalonicher 2, 3, 6. Okay. Okay, Leute, jetzt hören wir mal, was die Bibel sagt. Wir gebieten euch, aber Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch von jedem Bruder zurückzieht, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Ihr wisst ja selbst, wie ihr uns nachahmen sollt. Denn wir haben nicht unordentlich unter euch gelebt. Wir haben auch nicht umsonst bei euch, bei jemandem Brot gegessen, sondern mit Mühe und Anstrengung haben wir Tag und Nacht gearbeitet und niemanden von euch zur Last zu fallen. Nicht, dass wir kein Recht dazu hätten, sondern um euch an uns ein Vorbild zu geben, damit ihr uns nachahmt. Denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies, wenn jemand nicht zuhören. Denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies, wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Ah, also die Apostel haben gearbeitet und haben mit ihren Händen ihr eigenes Brot verdient. Amen. Also sollen wir uns Amen. das als Vorbild nehmen und nicht darum sitzen. Ja, Shalom, meine Brüder und Geschwister. Ja, und dann spendet einmal hier, damit wir das und das finanzieren können. Nein, gearbeiten. Gearbeiten. Ich will auch gern Spendengelder haben, damit ich mir eine neue Frisur kaufen kann. Ich will auch Spendengelder haben, damit ich mir eine Dauerwelle machen kann. Kann ich aber nicht. Parajok. Parajok. Versteht mir? Bruder, ich darf mich nicht aufregen. Ja, ich wollte sagen, man muss aufpassen, ne, wenn Gemeinden, also oder noch schlimmer, wenn irgendwelche Warte ganz kurz. Organisationen, ja, Erzähl jetzt weiter, Bruder. Erzähl weiter. wenn irgendwelche Organisationen, die wo da ein paar Christen gründen oder so, Ja. dann irgendwie anfangen, Oder Spenden wenn. zu sammeln. Entschuldigung, ich wollte euch nicht unterbrechen. Ich wollte nur einmal ganz kurz an die Modis hier sagen. Wenn ihr die Leute hier ganze Zeit stummt, dann kann ich die nicht sperren. Deshalb bitte nicht stummen, bis ich die gesperrt habe und dann stumme ich die. Weil wenn das weg ist, dann kann ich die nicht mehr sperren. Die sollen ganz raus Okay. hier. Ja. Danke euch. Ja. Okay, Römer, also Ja, ich wollte sagen, dass die Leute, die irgendwie irgendwelche Gruppen gründen, dann irgendwie in YouTube sind und so und dann anfangen, Spenden zu sammeln, da muss man aufpassen. Das ist Ja, gefährlich. natürlich. Bruder, Bruder, weißt du, Bruder, ich sag dir ganz ehrlich und ich sag das auch vor allen Leuten hier, ne? Guck mal, ich bin ein großzügiger Mensch. Obwohl ich selber nicht viel habe, gebe ich trotzdem gerne, ne? Ich lebe ganz normal wie jeder andere Bürger auch. Also ich habe jetzt kein dickes Auto, dickes Haus. Ein ganz einfaches Leben führe ich, Bruder. Ganz einfach, ganz normal. Ich gehe ganz normal arbeiten, lebe auch ganz normal in einer kleinen Wohnung. Pass auf. Und ich habe selber gerne gegeben. Ich habe gerne gespendet.
Hab gerne gegeben und ich erzähle dir meine Geschichte. Ich will auch keinen Namen nennen, ne? Aber ey, ich war am Ende. Ich wollte am liebsten in mein Fleisch die Christen einfach nur noch fertig machen. Ich war enttäuscht. Das hat mich verletzt in der Hinsicht, weil das ist eine Frechheit gewesen. Pass auf, die haben Spendengelder gesammelt, damit sie eine Woche auf Ballermann Urlaub machen können, ne? Und dann da evangelisieren können. Ich habe eine Frage, Bruder. Willst du mich auf den Arm nehmen? Du sammelst Spendengelder, damit du eine Woche im Hotel Urlaub machen kannst und dann schön Strand genießen kannst, Kosten auf der Geschwister, Urlaub machen und evangelisieren. Ist das Frechheit oder ist das keine Frechheit? Sei ehrlich. Frechheit, das ist heftig. Also verstehe ich das so: Ihr habt Spendengelder gesammelt, damit Christen euren Urlaub finanzieren. Ist okay, danke, ich habe es verstanden. Also ihr habt. Und dieser Urlaub, ne? Weißt du, was der gekostet hat? 9.000 Euro. Und da waren 12 Geschwister beteiligt oder 12 bis 13 Leute. Überleg mal, 12, 13 Leute. Flug hin, Flug zurück, Hotel, Essen, Trinken, Versorgung. Jetzt überleg mal, wie viel Geld das ist. Überleg mal, jetzt überrechne mal aus. Spanien, 7 Tage. Du weißt, das ist nicht billig mit 13 Leuten. Und dein Hotel. Dann Essen, Trinken, also frühstücken, du weißt, das kostet ja alles Geld. Ja, überleg mal, wie vielen armen Menschen hätte man helfen können. Ja, und ich hab von anderen dann gehört, von ganz, ganz vielen Christen, das haben die mir auch selber dann erzählt, weil andere haben mir das erzählt und die selber haben mir das dann auch erzählt. Ja, ich dachte mir, Digga, was ist das, Digga? Also stellt euch mal vor, ich sammle Spendengelder und sag, ey, danke, ich bin dann demnächst in eine Woche in Italien am Meer. Und ich wollte mich nochmal bei euch bedanken für die Spendengelder und dann bin ich dann da und evangelisiere, bin dann ein bisschen am Strand. Ey, das ist doch voll die. Ich habe euch doch abgezogen. Habe ich dich denn nicht abgezogen in der Lese? Sei ehrlich. Ich habe dich doch verarscht. Also Du hast meinen Urlaub bezahlt. Du bist ein dumm. Du hast meinen Urlaub bezahlt, damit ich da ein paar Flyer verteilen kann. Verstehst du das? Ich kann auch in meiner Stadt Flyer verteilen. Hier, in meiner Stadt. Dorf, Stadt, ist egal. Da kannst du auch Flyer verteilen und evangelisieren. Kannst das dich sind an Hauptbahnhof. Ausreden, Bruder. Was? Das sind Ausreden mit Evangelisieren. Die wollten nur einfach in den Urlaub. Ja, die wollten in den Urlaub, genau. Und deswegen, seit dieser Aktion bin ich ganz vorsichtig und ich traue auch kaum noch Leute. Ich muss die Leute kennenlernen. Ich gebe doch irgendwie einen fremden Typen Geld. Ich wurde so oft da verarscht, weil ich so gutmütig war und ich lerne dazu, ne? Irgendwann du lernst dazu, du reifst, du wirst erwachsen in der Hinsicht. Mehr als allererstes ist man ja so kleingläubig, man glaubt alles und man vertraut gleich so blind und man sieht gar nicht diese Absichten. Guck mal, ich kenne Geschwister, weißt du, die haben andere Geschwister abgezogen, haben so gesagt, Bruder, mir geht's nicht gut, ich habe kein Essen, kannst du mir 100 Euro leihen? Und das haben die bei 20 Stück gemacht. Überleg mal. Überleg mal, bei 20 Stück, ja Bruder, nur 50 bis 100 Euro, ja Bruder, gebe ich dir. Überleg mal, wie viel Geld die da machen, das ist so schlimm. Da kann ich dir später einen Screenshot schicken. Deswegen, Leute, eigentlich, ne, ich meine das ernst. Eigentlich müssten wir zu diese Brücken gehen, wo diese ganzen Obdachlosen sind und sagen, ihr seid heute alle eingeladen, alles auf meine Kosten, kommt. Macht das im Privaten. Geht mit denen zum Chinaladen. Ohne Aufnahme. Ohne so. Ja, Ja, ohne Shalom, TikTok. Geschwister. Heute bin ich im Stadt. Und heute laden wir mal hier. Seht ihr das? Ist Ja, ein 10 Heuchler. Obdachlosen sein. Warte bitte. Ja, eine gute Tat vom Herrn. Bitte like das Video. Ey, willst du mich verarschen? Ja, Jesus Heuchler. sagt doch in der Willst du Bergpredigt. mich verarschen? Ey, du hast das gerade für Menschen gemacht. Ey, geht hin. Geht hin, guck mal, ich sag dir, was ein echter Christ machen würde, ein wahrer Christ. Der Herr Jesus Christus, ne, der war ja da, wo wirklich Müll war. Du weißt ja, diese größten Sünder, ne? Bruder Römer, warum muss man denn immer so prahlen? Warum muss man denn immer so ins Ausland fahren und dann so mit so LKW so Foto machen, mit so Getränke? Heute hat der Herr das. Was soll das? Ja, das ist ja Was auch, Jesus sagt doch, die Leute haben ihren Lohn schon empfangen. Wenn wir Almosen geben, soll unsere linke Hand nicht wissen, was die rechte gegeben hat, weil der Vater guckt ins Verborgene. Bruder, eigentlich, Weißt du? ne?
Bruder, eigentlich, ne? Ohne Witz, Bruder. Bruder, eigentlich, ne? Ohne Witz, Bruder. Ich meine das ernst, Bruder. Na, wie jeder wie kann. Oder eigentlich müssten wir mit denen so in so Mülltonne liegen und so. Da uns hinsetzen, Bruder. Ehrlich jetzt, Bruder. Und dann einfach so mit denen abhängen und chillen und denen das Evangelium verkündigen. Ja, und Ohne noch Witz. ihre Füße waschen. Genau, richtig, genau. Bruder, ich sag dir eine Aktion und ich, guck mal, Bruder, ich sag dir ehrlich, ich hab einen Obdachlosen getroffen und der war auf der Straße und ich habe mit denen gechillt, so, ne, weil ich habe versucht, mit denen wirklich über das Wort Gottes zu reden. Ich habe auch für den ein paar Sachen getan, was ich nicht sagen möchte. Aber ich sagte ganz ehrlich, wenn ich gebe, dann gebe ich auch gerne, Bruder. Und ich mache dann keine Videos und sage, guck mal, Leute, hier, heute, hier, guck mal, dass ich den Typen noch aufnehme. Bruder, ich habe ein Bild, ne? Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, bei uns gibt es einen Typ, ne? Bruder, der ist barfuß, Bruder, du denkst, seine Füße sind komplett schwarz, Bruder. Der Typ ist weiß, aber seine Füße sind komplett, seine ganzen Beine sind schwarz, ne? Bruder, der Typ, ich sag dir ganz ehrlich, Bruder, Römer, kein Witz, Römer, kein Witz. Der Typ stinkt so doll, ne? Bruder, die Leute gehen von den 500 Meter von den außen rum, ne? Bruder, der Typ isst alles aus Mülltonne und so. Und ich habe mich dann neben ihn gesessen. Bruder, ich dachte erstmal, ich bin hier mit einem Kaiser aus 18. Jahrhundert, Bruder, ne? Bruder, ich dachte, ich sitze mit Kaiser hier, ne? Bruder, ich habe versucht, ihm das Evangelium zu verkündigen. Es war mir auch eine Ehre, mit diesem Typen zu reden. Aber er wollte halt nicht, ne? Und es war mir eine Ehre, Bruder. Du musst dir mal vorstellen, ich, guck mal, Bruder, du nimmst die Zeit, du sitzt neben so einem Menschen, wo die Menschen sich eigentlich ekeln. Was musst du dir mal vorstellen, wo die Menschen eigentlich sagen, Digga, was ist das für ein Mensch? Ich würde mich doch niemals für 50 Euro neben den sitzen, Bruder. Ich saß neben denen, ich habe gestrahlt, Bruder. Ich dachte mir ehrlich, Bruder, was? Ich war einfach glücklich, Bruder. Ich war einfach nur noch glücklich, neben ihm zu sitzen. Das war mir eine Ehre. Bruder, ich meinte sogar noch zu ihm, eigentlich müsste ich mit dir ein Foto machen und das ausdrucken, dass ich mit so einem mit dir überhaupt ein Foto machen darf. Oder verstehst du das? Ja. Oder Ja. eigentlich, ne, müssten wir zu diesen ganzen Obdachlosen hingehen, die da sitzen, betteln, uns einfach sagen, Entschuldigung, dürfen wir uns vielleicht neben dir sitzen? Dürfte ich dir was über den Herrn Jesus erzählen? Kennst du den Herrn Jesus Christus? Dürfte ich dir vielleicht was über das Evangelium predigen? Weißt du so, aber Bruder, wenn ich dann so Aufnahmen mache und da so prahlen will und das so ins Internet stellen will, ich habe eine Frage, Römer, machen wir das für Menschen oder machen wir das dann noch für Gott? Für wen machen wir das denn noch? Erzähl mal. Wir machen das dann für die Ehre der Menschen, weißt du, dass die uns als gut sehen und nicht für den Herrn. Weil wenn du sowas machst, dann hast du deinen Lohn schon empfangen und das ist kein guter Lohn. Es ist so wie die Leute, die laut auf der Straße beten, damit die, wie die Pharisäer damals, damit man denkt, Ja, boah, sind ey, die Bruder, ich kann das. Muslime. Ja, Bruder, ey, wenn Christen laut beten, ne, ey, ich schäme mich dafür, ich kann das nicht mehr. Herr Jesus Christus, ich bitte dich, hör jetzt unser Gebet, damit die Menschen zu dir kommen. Warum kannst du nicht einfach ganz kurz, Herr Jesus Christus, ich bitte in deinem Namen, bitte. Warum muss man das so laut prallen? Warum muss man so laut beten? Warum? Ja, gute Frage, ne? Für die Aufmerksamkeit. Weil, genau, sie wollen, guck mal, Bruder, warum die meisten Straßenprediger, warum haben die so Krawatten an und so Hemde an? Warum so dieses so, weißt du? Arrogant. Hören sich selbst gern reden. Ja, genau. Und Danny, ich deswegen. weiß nicht, ob du das schon vorgelesen hast, aber in Matthäus 6, da ist doch dieses vom Almosen geben und vom Beten. Ich kann dir nicht genau die Verse sagen, aber auf jeden Fall sechs Anfang, sechs fängt es an und dann so ein kleines Ja. Stück. Bruder, ich habe eine Frage an dich. Komm, ich stell dir jetzt mal eine Frage. Ich habe eine Ja. Frage, okay? Ja. Stell dir vor, der Roger Liby würde jetzt in einer Gemeinde sein, okay? Ja. Da würde ein Obdachloser kommen mit zerfetztem Hemd. Der hat so Fliegen im Gesicht. Sein ganzes Gesicht ist einfach nur noch, der Typ sieht wirklich am Ende aus. Der Typ Ja. stinkt. Und jetzt Ja. steht er neben Roger Liby. Pass auf. Und die würden sagen, entweder muss jetzt Roger Liby die Gemeinde verlassen oder der Obdachlose. Sonst geht das hier nicht weiter. Was meinst du, für wen würden die sich entscheiden?
Ja, die würden sagen, der Obdachlose muss gehen. Ich würde zu Roger Libby sagen, da, bitte, da ist die Tür. Ich würde ja, sagen, so ich schon, aber die nein, 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 Leute nein, würden, ich würde den Obdachlosen sagen, Roger Libby, du kannst bitte gehen, geh mal bitte, dann würde ich den Obdachlosen sagen, seht ihr diesen König? Der Herr hat sich über uns erbarmt, guckt euch mal diesen König hier an. Der Herr hat Erbarmen mit dieser Gemeinde, der Herr hat Gnade mit dieser Gemeinde. Hier ist ein König zu Gast. Also ehrt ihn auch wie ein König. Gibt ihm die Ehre. Weil jeder, der der Größte sein will, soll der Kleinste sein. Und der Kleinste der Größte. Ohne Witz. Mir ist egal. Bruder, ich brauche diese ganzen Leute nicht. Der Herr hat sich über die Armen erbarmt. Deswegen, Bruder. Er ist nicht für die Gerechten gekommen, sondern um Sünder zu Buße zu machen. Ja, natürlich. Oder Danny. Ja. Warum gibt man sich als Christ Doktortitel? Was ist das? Ja, deswegen, ich weiß auch nicht, warum Doktortitel. Guck mal, Bruder, das ja, Problem. Die haben Theologie schon. Weißt du, jeder muss das wissen. Ja, deswegen. Guck mal, deswegen, weißt du. Bitte jetzt. Was denn? Ja, mach ich gleich. Es gibt nur einen wahren Doktor. Doktor Abraham. Guck mal, mir ist eins aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, ne? Wenn das wirklich stimmt. Ich habe mal von einem gehört, dass sogar Roger Libby die Mondlandung bestätigt hat. Ich kann das nicht, ich weiß es nicht, ob das stimmt, ey. Aber wenn das wirklich stimmt, dann ist es eine Geldmacherei. Dann ist es auch wegen ein bisschen Geld, ne? Aber ich weiß es nicht. Ich brauche die Beweise. Ich will auch jetzt nicht da was Falsches, eine falsche Aussage bringen, um da mich schuldig zu machen. Aber wenn das wirklich stimmt, müsste man das öffentlich machen, weil die Mondlandung hat nicht stattgefunden. Die war fake. Ich kann mir vorstellen, dass er das gesagt hat, um zu beweisen, dass die Erde halt rund ist, weißt du? Und es geht nicht darum. Es geht darum, das wissen, guck mal, sogar ich. Das ist das Argument auf jeden Fall von ihm. Ja, es geht, es guck mal, auch, warte mal, Benny, denkst du, dass man überhaupt im Weltall kann? Also ich sag mal ganz ehrlich, ich finde es einfach nur komisch, das sage ich auch ganz ehrlich, dass seit den 60er Jahren angeblich diese Technik nicht mehr da ist. Ich weiß nicht. Ja, die haben verloren, die Unterlagen. Wie bitte? Die haben doch die Unterlagen angeblich verloren. Warte mal dazu. Elias? Ja. Hat der Danny aus der Bibel vorgelesen schon? Außer eben wegen dem Arbeiten? Ja. Okay. Ja, wieder da. Wo war ich eigentlich stehen geblieben?
Bei der Technik, die die NASA angeblich verloren hat, um uns im Weltall zu fliegen. Ja, die lachen sich tot. Die sagen selber, wir waren nicht auf dem Mond da. Es gibt Aufnahmen. Es gibt Aufnahmen, wo sie die Leute dann so sagen, die lachen und sagen, wir waren niemals da. Da war doch einer und hat gesagt, schwör auf die Bibel, dass ihr da auf dem Mond wart. Wir waren nicht auf dem Mond. Diese Aufnahmen sollen, also man sagt, dass sie da irgendwie unter Wasser stattgefunden haben. So, weißt du? Ja, oder mit Greenscreen und so Geschichten, ja, ich kenne das. Aber ich sag dir ganz ehrlich, wir wissen ja auch, dass alles eine Lüge ist. Der Satan lenkt die Menschen ab, also er möchte halt die Menschen verführen. Guck mal, Riesenmenschen, ne? Wusstest du, dass in Bulgarien oder irgendwo in Rumänien Riesen gefunden worden sind, die 9 Meter groß waren? Und ja, so Skelette. Das FBI ist doch direkt gekommen. Das FBI und international, diese internationale Polizei, die ist direkt gekommen, hat alles beschlagnahmt. Komplett alles beschlagnahmt. Weißt du warum? Weil das wäre ein Knockout für die Atheisten. Das wäre ein Knockout für die Atheisten, weil das steht in der Bibel drin. Dann würden sie sagen, ey, warte mal, das steht in der Bibel drin. Dann muss es ja wahr sein, dass es die Nephilim ja wirklich gab. Deswegen alles schnell beschlagnahmt, alles schnell weg. In Südamerika, ich weiß nicht, Nord-Südamerika haben sie einen Fuß gefunden. 1 Meter. 1 Meter Fuß. Ein Riesen, der ungefähr 9,80 Meter groß sein soll. Haben sie direkt vertuscht. An dieser Stelle wird nicht gegraben. Diese Stelle wird bewacht. Und wenn du, da gräbst, muss mit Gefängnisstrafen rechnen. Das heißt, die vertuschen da was. Weißt du? Ja klar, die haben ja auch die ganze Evolutionstheorie und so. Bestimmt nur um abzulegen. Die haben einen Kopf gefunden, der 4-mal so groß ist wie ein menschlicher Kopf. Jetzt mein Kopf 4-mal. 1, 2, 3, 4. Das ist ja, das ist so ein Kopf. Ja, das sind die Nephilim aus der Bibel. Überleg mal, 4-mal so groß wie mein Kopf. Überleg mal, wie das aussieht. Was, das ist ja ein Monster, das ist ja ein Gigant. Was meinst du damit, mit den, weil die Menschen früher Riesen waren? Ja, in der Bibel steht doch wegen Nephilim. Kenn ich es nicht. Gibt doch so, die gefallenen Engel haben doch mit den Menschen Kinder gemacht. Ich glaube, den größten Nephilim, den sie gefunden haben, der war 11 Meter, glaube ich. 11 oder 12 Meter. Überleg mal, wenn ein 12 Meter Riese oder 10 Meter Riese vor dir steht, der kann ein Smart in der Hand nehmen und auf dich werfen. Überleg mal, was für ein. Überleg mal, Bruder, wenn ein 2,10 Meter Mensch vor dir steht, wie gewaltig und groß sieht er denn aus? 2 Meter, nur 2,10 Meter. Jetzt 2,10 Meter steht vor dir. Ist ja groß, ja, oder? Jetzt stell dir mal das Vierfache, Fünffache nochmal vor. Da musst du ja so gucken. Der kann ja im dritten, vierten Stock so reingucken. Ja, heftig, gell? Ja. Also, Walla, danke. Kennst du den Buch? Walla, danke, danke, danke. Morgen wieder Chicken Wings, danke. Und kommt, beste Cola, Walla, kauft euch diese Cola, danke. Ja, wie kennst du den Bibelvers, wo das steht auswendig mit den Nephilim? Wie bitte? Kennst du den Bibelvers auswendig, wo das mit den Nephilim steht? Das steht auf jeden Fall im Alten Testament. Das steht, ich glaube, im 1. Mose 6, da glaube ich, irgendwo. Ich glaube, da steht es irgendwo. Und dann nochmal in Mose 2 oder 3 irgendwie. Das, oder ich weiß auf jeden Fall, da in Mose muss, steht das drin. Und warte mal, Mose 3 oder 4? Ich glaube, Mose 3, 4 irgendwo und dann auf jeden Fall 1. Mose 1, 6 ungefähr mit den Nephilim, die Riesen, ne? Ja. Warte, ich kann gucken. Warte, ich guck mal. Ja, ich suche auch gerade, weil, Elias, du weißt das noch nicht, oder? Das hast du noch nicht gehört. Mhm. Kannst du dann gucken? Ja, ich bin gerade vor dem PC, dann kann ich das kurz bei Schlachter 2000 gucken. Ja, ich hab. 1. Mose 6, 4.
Walla, hör doch auf, Rosen zu geben. Walla, was willst du? Walla, danke. Danke, danke, danke. Danke, danke. Ich zeig auch mal ein paar Bilder. Ja, aber was meint ihr, warum das diese Leute vertuschen? Das, oder? Ja, damit halt die Bibel nicht bestätigt wird, ne? Und ihre Glaubwürdigkeit. Jede Spur, es muss alles vernichtet werden, damit keine Spur hinterlassen wird. Christen unterschätzen den Satan. Ja, auf jeden Fall. So mächtig ist der Gott dieser Welt. Ja, der kennt die Bibel besser als wir alle. Ja. Leute, bitte auch alle folgen, Leute. Ich danke jedem, der folgt. Danke. Leute, danke. Danke jeder, der folgt. Danke. Kannst du das einmal lesen mit den Riesen? 1. Mose, Kapitel 6, Vers 4. Ja. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch später noch, solange die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen kamen und diese ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die von jeher berühmte Männer gewesen sind. Ja. Also, ja. Das ist euch weiterlesen. Ja, die Sintflut hat die ja ausgelöscht. Nein, das stimmt nicht. Ja, aber den Großteil, oder nicht? Weil danach kommt ja die Noah-Geschichte. Nein. Lest mal 4. Mose 13, 33. Was sagst du dazu? Die wurden nicht ausgelöscht. Dann lest mal bitte das. Lest mal bitte 4. Mose 13. Ich glaube, wenn du sogar hier noch weiter liest, dann steht doch, dass er da irgendwie die Menschen vertilgen will, noch wenn der Elias jetzt weiterliest. Aber kann sein, ich weiß nicht gerade. Ja, danach. Ja, lies mal. Wo meinst du? Bei 5, du hast jetzt bei 5 aufgehört. Da steht dann, als aber der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles Trachten der Gedanken seines Herzens allzeit nur böse, da reute es den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde und es betrübte ihn in seinen Herzen. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich erschaffen habe, vom Erdboden vertilgen, vom Menschen an bis zum Vieh und bis zum Gewürm und bis zu den Vögeln des Himmels, denn es reute mich, dass ich sie gemacht habe. Und dann kommt dieser Bau der Arche danach. Aber kann auch sein, weil Goliath war ja auch ein Riese, war ja auch ein Nephilim, das war ja auch nach der Sintflut. Bruder, du hast nicht gelesen, 4. Mose 13, Vers 33. Lies mal. 4. Mose was? 4. Mose 13, Vers 33. Warte. 4. Mose 13, 34, richtig? Ja. Wir sahen dort auch Riesen, Söhne Enaks aus dem Riesengeschlecht, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken, und ebenso waren wir auch in ihren Augen. Ja, warte mal. Und das war schon das war ja, nach der Sintflut. Wir waren in ihren Augen Heuschrecken. Überleg mal, wir waren in ihren Augen Heuschrecken. Digga, eine Heuschrecke ist in meinen Augen ein kleines Tier, so ein Insekt. Ja, die waren riesig. Ja, also müssten die da auch bestimmt 5 Meter, 7 Meter groß gewesen sein. Ja, heftig. Ja, okay, ja. Gut, gut zu wissen. Aber wir lesen mal weiter. 5. Mose 2, 11. Lies mal. Ja, warte, ich suche 5. Mose 2. Ja. Sie wurden auch zu den Rephatiern gerechnet, wie die Enakiter, und die Moabiter nannten sie Emiter. Und in Seir wohnten vor Zeiten die Horiter, aber die Söhne Esaus vertrieben sie aus ihrem Besitz und vertilgten sie,
vor sich her und wohnten an ihrer Stelle, so wie Israel mit dem Land seines Besitztums tat. Und jetzt liest man nochmal fünf. Und dann liest man noch ganz schnell, genau 5. Mose 3,11 dazu. 3,11, ja, warte. Denn nur Og, der König von Baschan, war von den Überresten der Rephaiter übrig geblieben. Siehe, sein Bett, ein eisernes Bett. Ist es nicht in Rabba, der Stadt der Ammoniter? Es ist 9 Ellen lang und 4 Ellen breit, nach der Elle eines Mannes. Deswegen auch 4 Meter lang. Deswegen auch Goliath, der ja auch noch so zu der Zeit da war. Und überleg mal, Goliath war, glaube ich, 3 Meter, ne? Oder? 3 Meter? Wie groß war Goliath? Ja, das weiß ich nicht genau, aber der hat ich ja weiß, David da. Hat, wenn einer weiß, dass er sich da mal mit beschäftigt hat, ungefähr schätze ich mal 3 Meter bis vielleicht, ja, 3,50 Meter, so ungefähr. Auf jeden Fall war der sehr groß. Ja, auf jeden Fall. Ja, und der König von Baschan war über 4 Meter anscheinend. Ja, das muss... Heftig. Ja, also die Bibel berichtet schon von den Riesen. Also da gibt es auch, ne? Ja. Ja, habe ich wieder was gelernt, weißt du? Siehst du, ich dachte, die sind vorher ausgestorben wegen der Sintflut. Aber macht ja auch keinen Sinn, weil David kämpft ja gegen Goliath. Ja. Aber weißt du, was ich auch komisch finde? Was denn? Es gab 2003 einen Bericht in Afghanistan, wo 7, 8 Soldaten in den Gebirgen war in Afghanistan, ne? Ja. Und diese Leute, die das dann erzählt haben, wurden alle umgebracht. Die haben gesagt, dass sie in Afghanistan in so Höhlen waren, die haben Schutz gesucht vor den Taliban. Das waren so, glaube ich, 8 Soldaten oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das dann so, dass sie dann in eine Höhle reingegangen sind und dann stand da auf einmal ein 5-Meter-Riese, der einen Soldaten mitten aufgespießt hat. Und die Soldaten wurden alle auf Befehl, das nicht weiter zu erzählen. Und die das weitererzählt haben, ja, die wurden dispass, also ja, die wurden dann entsetzt und ja, verschwunden, als Wahnsinniger abgestempelt, psychiatriefähig. Aber irgendwas muss doch auch da wahr dran sein, dass sie das denn, dass das erst jahrelang später erst herausgekommen ist, also jahrzehntelang, und dass das so in geheim gehalten worden ist. Warum? Ja, sagt ja vieles, ne? Guten Abend, Brüder, Bruder. Shalom. Gottes Segen. Danke euch auch. Wolltest du was Bestimmtes, Bruder, um diese Uhrzeit? Ja, was sagst du eigentlich mit den Riesenschwestern? Was sagst du, was kennst du dich damit aus? Womit? Die Riesen in der Bibel. Die Riesen? Schwierig. Also, ich glaube, bei Henoch, dieses außerbiblische Buch, das ist ja auch sehr, auch sehr gefährlich, dass das viele lesen, weil das ist... Ja, aber ich will keine Außerbibel, ich will nur was von dem. Ja, genau, das meine ich ja. Und es gibt Leute, die lesen das, dieses Buch Henoch, was nicht in der Bibel ist, und da ist auch so ein verwirrendes Zeug drin, das ist Wahnsinn. Ja, das ist ja eine Apokryphe, die gehört nicht zu. Ja, aber das verwirrt sehr viele, ne? Gerade in dieser Thematik mit den Nephilim. Ja. Auf Albanisch, Nephilim heißt am Anfang. Voll crazy. Aber hast du dich da mal so mit biblisch beschäftigt, dass du da so Predigten gehört hast oder so? Nein, nicht so wirklich, ehrlich gesagt. Also ich kenne das ein bisschen, so was die Bibel halt hergibt, aber viel weiter, nein, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Ist ein schwieriges Thema, ne? Ja. Ist nicht so einfach. Was sagst du eigentlich zu dieser, hier in der Bibel, was Roger Liebermann gesagt hat, Dinosaurier in der Bibel? Das war auch immer eine Frage, die ich mir auch gestellt habe, ob die wirklich so in der Form existiert haben. Ja. Weil ich selber weiß nicht, wo das so steht, dass das das absolut bestätigen würde. Wo steht was mit Drachen oder so, gell?
Ja, das würde mich aber auch interessieren, ehrlich, weil die ja sagen, die sind ja so Milliarden, Millionen alt, diese Funde und keine Ahnung. Aber ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich habe keine Ahnung, ob das in der Bibel genau so steht, dass man das damit naja, Also, bestätigen könnte. ja. Ich weiß es nicht. Was sagst du denn? Also. Ja, wie heißt denn nochmal, wie heißt nochmal dieser eine da, bei Hiob? Wie heißt der nochmal bei diese, Hiob. der Leviathan? Ja, genau, der Leviathan. Das ist ja ein Wasser, oder nicht? Ja. Ja, das ergibt es, glaube ich, sogar mehr Stellen. Weil es gibt noch irgendwas mit diesen Drachen. Und ich glaube, irgendwas mit so einem Langhals, wo irgendwas mit so einem langen Hals ist, was voll riesig ist. Wie dieser Riesendino damals mit diesem langen Hals. Aber ich dachte, du kennst jetzt irgendwelche Verse, so wie eben mit den Riesen. Warte. Ja, ich muss Also mir ich das sag mal, ich glaube nicht, dass die Welt 4-5 Milliarden Jahre alt ist. Und wenn diese ganzen Dinosaurierknochen echt sind, die gefunden werden, dann sind die auch nicht so alt. Dann sind die irgendwie 6000 Jahre alt oder so. Ja, das habe ich auch so gedacht, ganz ehrlich. Wenn es sowas wirklich gefunden werden würde, oder die haben es halt gefunden, ich weiß es nicht, man kann es auch nachstellen, man kann alles machen, ja. Aber Aber wenn, dann glauben wäre das das jetzt nicht echt? älter als, so wie die Bibel sagt, circa 6000 Jahre alt, wo Leben auf der Erde war, ja? Aber glaubt ihr, dass das echt ein Genau. Fuß ist? Also echt? Was ist das? Ein Fußabdruck oder was? Ja. Was? Das Boah, soll ein keine Ahnung. Fußabdruck von den Nippelins sein, ne? Also, Also, die Bibel hast du ja eben gezeigt, die sagt eindeutig, es gab Riesen. Wir haben ja eben gesehen, was für ein Bett der König Og da hatte. 4 Meter lang war sein Bett, weißt du? Und aus Eisen, weil er so